Herzlich willkommen zur ISX 2021. Heute mit meinem Vortrag zum Thema Backups schützen Ihre Infrastruktur. Wer schützt denn aber eigentlich die Backups? Mein Name ist René Weber, ich bin bei der FastLTA im Pre-Sales-Team und darf Ihnen heute ein bisschen einen Exkurs in Richtung Schutz der Backup-Infrastruktur nahebringen. Und hat mir gedacht, wir fangen mal ganz vorne an mit der eigentlichen Bedrohung, die jeder kennt. Ransomware ist inzwischen nicht mehr ein unbekanntes Wort, sondern Ransomware ist tatsächlich eine ganz klare Bedrohung. Man sieht es in den letzten Jahren, Ransomware ist immer weiter auf dem Vormarsch. Gerade 2020 ist wieder ein Rekordjahr gewesen. Und da schlägt natürlich mit rein, dass jetzt gerade in der Corona-Pandemie neue Konzepte, neue Arbeitsarten dadurch Sicherheitslücken öffnen. Das heißt, allein schon dadurch, dass ich deutlich mehr mobile Geräte im Einsatz habe, öffne ich Lücken in meinem Unternehmen und damit natürlich auch Tür und Tor fürs Eindringen von Ransomware. Ransomware steigt immer weiter an. Ransomware stellen wir auch fest, dass gerade im Healthcare-Bereich immer stärker um sich schlägt. Aber was ganz wichtig ist, man muss heutzutage nicht nur die Ransomware alleine anschauen, sondern man muss sich tatsächlich anschauen, wie funktioniert das Ganze und mit welcher Motivation ist ein Angriff heutzutage verbunden. Während Ransomware in der Vergangenheit, sicherlich heute auch noch teilweise, mehr als Streuung, das heißt, ich verteile meine Viren, ich schaue, wo können sie eine Öffnung finden, wo kommen sie rein, wo können sie was infizieren und ich dann Lösegeld erpressen, war, nach wie vor teilweise, wie gesagt, noch ist, gibt es inzwischen schon sehr viel gezieltere Angriffe, wo Ransomware Teil eines Angriffs ist. Denn inzwischen weiß man, dass eine gute Backup-Struktur, ein gutes Backup-Konzept, zumindest mal das Unternehmen davor schützt, Daten zu verlieren und dazu ermächtigt, dass es aus einem Ransomware-Angriff wieder auf die Beine kommt, ohne Lösegeld bezahlen zu müssen. Das heißt, logische Konsequenz daraus ist, ich kombiniere das Ganze mit einem gezielten Angriff und schaue, dass ich diese Schwachstellen, die ich habe, ganz gezielt angreife und damit bis zum Backup durchkomme, um als allererstes mal das Backup zu verschlüsseln. Wir schauen uns heute genau dieses Thema an. Das heißt, beide Möglichkeiten. Zum einen mal der Ransomware-Angriff an sich, als auch die Kombination mit einem gezielten Angriff. Die Präsentation heute soll nur eine Übersicht geben, so ein Gefühl. Deswegen haben wir es sehr einfach gestaltet, damit man es auch, ich würde mal sagen, ganz einfach erfassen kann, wo sich so ein Angriff dann durchhangelt. Und schon mal als erste Übersicht, die Angriffsflächen für einen Ransomware bzw. gezielten Angriff finden sich auf jeden Fall mal in der Infrastruktur. Das kennt man inzwischen auch über die Backup-Software bis hinein in den Backup-Speicher. Beginnen wir ganz vorne mit der Infrastruktur. Eine klassische Infrastruktur besteht natürlich aus Computern, aus PCs, aus vielleicht auch MacBooks, aus einer virtuellen Infrastruktur heutzutage. Das heißt, ich habe irgendwo meine VMware, mein Microsoft, irgendeinen Hypervisor, habe meine virtuellen Maschinen darin, habe eventuell Datenbanken, die angeschlossen sind, habe vielleicht sogar noch Hardware im Sinne von einem Filer oder weitere Hardware-Komponenten wie physikalische Server, die mitlaufen. Die Infrastruktur selber beinhaltet natürlich unterschiedlichste Datenarten. Das heißt, ich habe Daten, die sich permanent ändern, ich habe sehr statische Daten, alles mögliche an unterschiedlichen Strukturen und damit auch, dadurch, dass es unterschiedliche Strukturen und unterschiedliche Maschinen sind, unterschiedliche Sicherheitsstufen, die ich hier berücksichtigen muss. Auf der ISX haben es sicherlich schon viel zum Thema, wie schütze ich mich gegen Viren, wie schütze ich mich gegen Angriffe. Da sind wir beim Thema Firewalls, bei automatischer Erkennung von Virenpattern, von Virenscannern selber. Alles, was da in dem Bereich sich modernisiert und neu kommt, gelernt. Aber wir konzentrieren uns jetzt wirklich hinten auf den Bereich, wo wir sagen, was passiert denn, wenn es tatsächlich trotz aller dieser Mechanismen aufgrund einer neuen Variante des Angriffs oder aufgrund von einem Sicherheitsloch, das vielleicht zu spät entdeckt wurde, was passiert denn, wenn doch mal etwas durchschlägt? Wie weit kommt das Ganze und wie kann ich mich dagegen schützen? Also nochmal zurück zu unserer Infrastruktur. Infrastruktur bietet natürlich gewissermaßen Eingangstore, die ich, wie gesagt, absichern kann mit Firewalls etc. und natürlich in der letzten Konsequenz hinten raus über die Backup-Software
mir davon nochmal eine zusätzliche Sicherheit generiere, um jederzeit, egal was vorne in meiner Infrastruktur passiert, meine Daten wiederherstellen zu können, um diese Infrastruktur in der gleichen Form wieder abbilden zu können. Ziel ist natürlich, das Ganze in einer gewissen Zeit zu schaffen. Das heißt, da muss man sich das Backup-Konzept anschauen. RPO, RTO sind da die Stichworte für. Bei uns geht es heute gar nicht mal so sehr darum. Bei uns geht es heute hauptsächlich mal darum, welche Speicher könnte ich jetzt hinten anschließen. Wir beginnen mal ganz vorne. Erste Möglichkeit ist, ich mache das Ganze im lokalen Speicher, entweder an der Backup-Software selber, das heißt, mein Server kriegt lokalen Speicher oder eben ein Storage im SAN-Bereich zugeordnet. Ich lege meine Backups darin ab, das ist mit Sicherheit sehr performant und hängt direkt am Backup-Server. Zweite Möglichkeit, wie ich das Ganze abbilden kann, ist über einen NAS-Speicher. Also zweite Möglichkeit heißt, es muss sich gegenseitig nicht ausschließen. Man kann natürlich auch stückweise die Daten in unterschiedliche Klassen teilen. Beispielsweise mein Business Continuity auf den schnellen Speicher, weiter für längere Zeit in einen NAS-Speicher. Und dann springen wir so Stück für Stück weiter. Es gibt die Tape Library, kennt auch jeder, oder heutzutage Virtual Tape Library, die einem die Möglichkeit gibt, Daten auch mal rauszunehmen. Man hat nochmal ein Protokollbuch mit drinnen, arbeitet in sich noch ein bisschen anders. Und hinten raus inzwischen genauso valide die Schnittstelle über S3, um entweder tatsächlich in die Cloud zu schieben oder das Ganze on-premise auch wieder mit einem Protokollbruch abzulegen und einfach mit modernerer Schnittstelle zu arbeiten. Wir schauen uns jetzt mal an, was bei so einem Angriff passiert. In unserem Fall kommt die Ransomware über einen PC in das System. Und jetzt hängt es natürlich davon ab, welche Berechtigungen der Benutzer hat. Hat der Benutzer sehr hohe Berechtigungen, vielleicht sogar bis in die Backup-Software rein, bis in die Backup-Struktur, dann kann sich die Ransomware natürlich deutlich weiter verbreiten. Wir gehen jetzt mal in dem Fall davon aus, dass der Benutzer entsprechend hohe Berechtigungen hat und schauen uns an, wie sich die Ransomware dann verbreitet. In der ersten Instanz werden natürlich mal alle Geräte, die ich übers Netzwerk erreichen kann, angegriffen und verschlüsselt. Das heißt, jede Freigabe auf anderen PCs, jede Freigabe auf den VMware-Infrastrukturen, meine Pfeiler, eventuell die freigegebenen Laufwerke auf den Hardware-Komponenten werden verschlüsselt. Und, wenn ich das Ganze noch weiter spinne, in der Konsequenz auch weiter bis in die Backup-Software, bis in den lokalen Speicher der Backup-Software, denn die ist ja lokal und direkt angeschlossen. Und im Worst Case auch auf den NAS-Speicher, der vielleicht als, wie es so klassisch ist, Z-Laufwerk in der Backup-Software eingehängt ist. Das heißt, an diesem Stand hätte ich jetzt eine großflächige Verschlüsselung, müsste erstmal identifizieren, wo ist die Ransomware reingekommen, über welchen Weg, was ist eigentlich alles verschlüsselt worden, was ist infiziert, dann schön separieren und hätte jetzt nur noch zwei Wege, wie ich aus diesem Szenario wieder rauskomme. Das eine wäre meine Tape Library, das andere wäre der S3-Speicher. Jetzt spinnen wir das Ganze nochmal einen Schritt weiter. Wir haben nicht mehr nur die Ransomware, sondern wir haben einen gezielten Angriff. Gezielte Angriffe, weiß man heutzutage, haben häufig genau das Ziel, und zwar die Backup-Struktur erstmal so weit zu schädigen, dass ich daraus keine Wiederherstellung fahren kann. Weil dann bin ich als User oder als Admin oder als Unternehmen am Ende dazu gezwungen, dass ich die Lösegeldforderungen erfülle, um somit an meine Daten zu kommen. Der gezielte Angriff beginnt häufig ganz vorne wieder mit einem Eingangstor, aber in dem Fall nicht mit dem Ziel, dass ich direkt die Ransomware streue, sondern mit dem Ziel, dass ich erstmal erkunde. Das heißt, ich schaue mir die Infrastruktur des Kunden an und ich glaube, was man in dem Bild ganz schön sieht, es gibt eine Schlüsselkomponente, die in dem gesamten Firmennetz, in der gesamten Infrastruktur sehr, sehr schnell helfen kann, viel zu erreichen und viel zu infizieren. Das Active Directory, das über allem liegt, wenn ich dort die Möglichkeit habe, einen Admin-Account zu bekommen oder wie man es nennt, ein Golden Ticket, sozusagen der Generalschlüssel für das gesamte Unternehmen oder für die IT-Infrastruktur, dann habe ich sehr, sehr weitreichende Möglichkeiten. Das heißt, mein komplettes Active Directory ist angegriffen. Jemand hat Zugang zu allen Komponenten, die am Active Directory hängen und hätte damit in der Konsequenz tatsächlich Zugriff nicht nur auf die Infrastruktur, sondern bis runter in die komplette Backup-Infrastruktur. Er würde also anfangen, über die Backup-Software, den lokalen Speicher, den NAS-Speicher,
Die Tape Library. Hier haben wir genau das Problem. Dein großer Vorteil als auch Nachteil der Tape Library ist, dass ich über die Backup-Software alles steuern und managen kann. Einlegen der Tapes, Auswerfen der Tapes, Entriegeln der Tapes zu entnahmen. Hier ist es jetzt so, alle Tapes, die in der Tape Library liegen, sind jetzt gefährdet und werden verschlüsselt. Oder beziehungsweise gelöscht. Noch schlimmer. Die Tapes können zurückgesetzt werden und damit ist wirklich nur das Tape, das auch entnommen wurde, sicher gegen einen Angriff. Für alles andere ist die Tape Library sogar eher unsicher, weil ich komplett die Steuerung aus der Backup-Software heraus machen kann. Im S3-Bereich muss ich wahrscheinlich ein bisschen länger suchen, bis ich die Zugriffspattern kriege, das heißt meine ID, mein Access Key und mein Secret. Sobald ich das habe, kann ich aber auch reingehen und eventuell den ganzen Bucket entfernen. Als letztes folgt jetzt noch die Infrastruktur und damit sind meine Daten verloren und ich habe keine Möglichkeit, aus irgendeinem Backup die Daten wiederherzustellen. Schauen wir also ein bisschen genauer in die Absicherung des Backups. Wie kann ich mich jetzt dagegen schützen, dass es soweit kommt? Wir beginnen mal ganz vorne. Das erste ist sicherlich, wenn ich mir unten meine Backup-Infrastruktur anschaue, dass ich den NAS-Speicher vielleicht nicht direkt als Z-Laufwerk einhänge. Vielleicht auch nicht über das Active Directory. Vielleicht generiere ich hier für einen eigenen User. Vielleicht sogar für die komplette Backup-Software. Das heißt, ein eigener Benutzer, ein UNC-Pfad, der in der Backup-Software versteckt ist, sodass ich zumindest schon mal eine Hürde mehr geschaffen habe. Als nächstes schauen wir uns an, wie es sich mit dem NAS-Speicher und dem S3-Speicher bei einem Angriff verhält, wenn ich jetzt doch als Angreifer diesen Zugriff in irgendeiner Form bekommen kann. Hier helfen mir Mechanismen, die innerhalb des Speichers und, ganz wichtig, nicht wie beim Tape von außen managebar, wenn mir innerhalb dieses Speichers Prozesse oder Funktionen helfen, die Daten zu schützen. Beim NAS-Speicher arbeiten wir in unserem Fall mit der Möglichkeit von Snapshots. Das heißt, ich kann manuelle Snapshots anlegen oder ich kann dafür sorgen, dass das System automatisch kontinuierlich Snapshots generiert und von vorne wieder aufräumt. Die kontinuierliche Generierung von Snapshots passiert dabei rein innerhalb des Systems und ist nicht von außen steuerbar über den Pfad der Backup-Software. Im S3-Bereich können wir mit dem gleichen Mechanismus arbeiten. Auch hier unterstützen wir die Continuous Snapshots und generieren damit ein Object Log, wie man es so gerne nennt, aber auf den kompletten Bucket. Nicht auf Einzelfile-Ebene, sondern auf den kompletten Datenbestand. Um das Ganze noch weiter abzusichern, sorge ich jetzt noch dafür, dass selbst diese Verwaltung der Snapshots nur über ein definiertes Management-Interface geht. Das heißt, Separierung von Daten und Management-Netz und sorge dafür, dass dieser Management-Zugang nur von einer dedizierten Person, die nicht mit dem Active Directory in Verbindung steht, verwaltet werden kann. Habe ich diese Person und möchte sicherstellen, dass selbst ein Angriff auf diesen Account nicht durchschlagen kann, kommt noch die Zwei-Faktor-Authentifizierung dazu und dann ist dieser Zugang wirklich komplett abgesichert und nur der Admin mit dem richtigen Token kann diesen Snapshot verändern bzw. die Snapshot-Logik anhalten oder fortsetzen. Schauen wir uns jetzt nochmal einen Angriff auf die komplette Infrastruktur an. So würde mir der Angriff so weit durchschlagen, dass ich aber am Ende immer noch mein Offline-Tape bzw. ein Silent Brick als Offline-Medium, mein NAS-Speicher und mein S3-Speicher als Sicherung verfügbar habe, da ich hier über die Continuous Snapshot-Funktion oder eben über den Airgap eine Kombination aus Möglichkeiten habe, mich gegen einen Angriff effektiv zu schützen. All das ist mit unserem Silent Brick-System möglich. Die entsprechenden Bricks dazu sehen Sie jetzt hier in dem folgenden Bild. Es gibt einmal den roten Brick, das ist unser Silent Brick Flash, für den NAS-Bereich prädestiniert. Hohe Performance, gerade für den schnellen Recovery, auch eine super Option. Es gibt den Standard Brick, der transportabel und mit drehenden Platten auch entsprechend in einem attraktiven Preissegment ist. Und es gibt unseren Silent Brick DS, die große Variante bis zu 192 Terabyte Bruttokapazität pro Einheit als fest verbautes Gerät für beispielsweise große Datenmengen im S3-Bereich oder auch als Backup-Copy-Target oder. Viele Möglichkeiten mit vielen unterschiedlichen Modulen,
die Sie alle innerhalb eines Systems kombinieren können. Und damit kommen wir zu unserem Silent Brick System, das Sie modular und Ransomware sicher mit in die Zukunft nimmt und Ihnen hilft, Ihr Backup gegen nicht nur Ransomware, sondern auch gezielte Angriffe effektiv vor einer Veränderung oder vor einer Löschung zu schützen, um im Falle eines Angriffs jederzeit aus der Problematik wieder herauszukommen und Ihre Infrastruktur wiederherstellen zu können. Vielen Dank.